Welche laufenden Kosten kommen auf einen als 125er Fahrer zu? Das sind drei Blöcke. Der erste ist gar nicht so groß, nämlich das Thema Steuern. Das ist bei 125ern fast zu vernachlässigen. Punkt Nummer zwei, schon erheblich größer, das Thema Versicherung. Das ist ja eine riesengroße Spanne, nämlich willst du nur eine Haftpflicht haben oder eine Teilkasko oder gar eine Vollkasko? Vollkasko wird bei Motorrädern super schnell super teuer und dann musst du eine neue Versicherung abschließen oder kannst du eine gebrauchte, also mit Schadensfreiheitsjahren schon von jemand anderem, zum Beispiel aus deiner Familie, nutzen. Punkt Nummer drei ist das Thema Wartung und Reparatur. Das hängt natürlich zum einen von der Motorradmarke ab. Wie gängig ist das? Und hast du zum Beispiel noch Garantie, willst also zum Vertragshändler, wobei die Garantie auch beim freien Händler erhalten bleibt. Also das hat sich ja nun geändert. Oder gehst du halt auch zur freien Werkstatt und sparst da vielleicht mal ein bisschen Geld. Also auch sehr vielseitig. Man kann da ein bisschen mehr, aber auch ein bisschen weniger Geld ausgeben.